Hi, gute Leute, willkommen zurück im LS22 auf der wunderschönen Hof Bergmann. In diesem Fall auf unserem wunderschönen Weingut Bergmann. Ich habe hier einen vollen gemieteten Steinesammler und habe absolut nicht gewusst, wohin mit dem Gedönse. Also das Hoflager auf unserem Hof nimmt sie nicht an. Ne? Ich habe dann hier das Weingut versaut. Verunstaltet, keine Ahnung, habe hier unseren Kalkbrecher hingesetzt. Weil Kalk werden wir ja brauchen. Demnächst irgendwann mal schauen. Warum ich das jetzt nicht genau weiß, zeige ich euch gleich. Das ist also die einzige Ecke, wo er hingepasst hat. Natürlich wollte ich jetzt ein Weingut nicht nur verunstalten. Aber auf dem Hof im Dorf ist noch weniger Platz gewesen. Und deswegen habe ich jetzt, komm, stellt man hier hin, ich brauche das Zeug. Ne? Gerne könnt ihr, wenn wir das anders handhaben sollen, dann kauft den Kalk halt und dann können wir das auch machen, okay? So. Und zwar jener hier. Ne? Also ich habe es ja schon in die Community reingeschrieben. Es hat jetzt irgendwie, warum auch immer, funktioniert. Ne? Klar habe ich die meisten Mods mit drin, ihr seht Autodrive, CP, VCA habe ich auch mit drin und hin und her und automatisch Licht, automatisch Blinker, also jede Menge Skripte trotzdem noch drin. Warum das jetzt gestern bei mir nicht wollte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt an unserem 14er, dieses Bodenprobe-Dingens da, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, steht was drauf? Genau, Isaria, so sieht's aus. Der Scout, nicht? So, und dann werden wir gerade mal schauen, was unsere Ecke denn so für Bodenwerte haben. Und dann dementsprechend müssen wir dann gucken. Also es kann jetzt sein, dass die nächsten Folgen bei mir etwas, soll ich sagen, unbeholfen aussehen. Weil ich das jetzt mit euch zusammen auch irgendwo halbwegs das erste Mal mache. Ich habe zwar am Randy sein Video geschaut, aber selbst der Randy hatte gesagt, so die ganzen Feinheiten weiß er auch nicht. Klar gibt es da jetzt, wenn man das umschaltet, das Menü schaltet, oder die Bodenprobe abgibt sozusagen, kann man sich anzeigen lassen, wo, warum und wie viel überhaupt Stickstoff und sowas. Ne? Ich mache aber nicht so viel Geschissle. Ich mache hier, Gott sei Dank ist das Feld nicht so groß, das ist vom Radius. Ihr seht es unten auf der Minimap, haben wir hier, reichen da 2 Proben. Auf dem anderen Feld vielleicht nebendran eventuell 3. Müssen wir sehen. Und was ich festgestellt habe, das gucken wir uns auch gleich an, am Weinberg oben, müssen wir auch Bodenprobe ziehen. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil ich kriege am Weinberg auch nicht angezeigt, ob ich düngen muss oder nicht. Das ist ja jetzt hinfällig mit dem Precision Farming hier. So. Senken und Erde rausholen. Mal gespannt, welche Bodenart wir denn hier am meisten haben. Lehmiger Schluff oder schluffiger Lehm? So, dann haben wir hier oben noch einen. Es ist ganz gut, dass man unten den Radius sieht. Da macht man nicht zu viel und auch nicht zu wenig Bodenprobe. Da passt es. So. Und mit Z, glaube ich, kann man die Bodenproben einsenden. Bodenproben zum Analysieren senden mit Z. Das dauert jetzt einen Moment und dann kriegt man das angezeigt. Ne? Den schicke ich jetzt mal zum Weinberg hoch, weil wie gesagt, da oben will ich auch wissen, was wie viel Uhr es ist. Ne? Das wäre natürlich gut. Und mein Schmalspurschlepper Rex steht schon wieder. Also ich habe dem was anderes gekauft, aber es reicht anscheinend trotzdem nicht. Es ist einfach nur schade, dass die nicht hinkriegen von wegen... Ich muss anderes... Achso, ja genau, zusammenklappen.
Ich muss die ganze Sache anders angehen, dass ich die Reihen gedüngt oder gespritzt krieg. Das kapieren die nicht. So, dem muss ich noch sagen, dass er nicht so schnell in die Kurve fährt und dass er bitteschön Rundumleuchte auf der Straße hat. So. Weiter geht's. Nein. 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 Hier, guck. Das habe ich mir fast gedacht. Ihr seht die ersten zwei. Ja. Weinbergpfähle, bei uns heißt es Stiegel, sind einen Tick zu weit vorne und deswegen hat er hier das Wenden nicht hingekriegt. Ne? Das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Ach Mann. Ich meine, um dem ganzen Ärger aus dem Weg zu gehen, hilft nur eins. Ne? Das ist extrem. Mich ärgert es. Versteht mich nicht falsch. Ich habe halt keine Lust, ihr seht's, ne? Keine Ahnung, gefühlt 2.550.000 Reihen zu mähen, zu düngen, zu Herbiziden und dann noch zu ernten und dann noch das Laub zu schneiden. Das mache ich hier nicht. Ich will das mit ZB gemacht haben. Ach Gott, ja. Und dann ist es halt so dumm, dass die Reihe hier weg müssen. Es ist so schlimm. Das habe ich jetzt tatsächlich, ist er. Tut mir leid. Die müssen weg und tatsächlich auch. Ich mache auch da ohne die weg. Weil das ist auch sehr knapp. Der fährt hier fast bis an den Zaun beim Winden. Warum? Fragt mich bitte was Leichteres. Ich verstehe es halt nicht. Okay. Es ist eben so. Vielleicht kann man das auch anders einstellen, dann sagt er mir das bitte Bescheid. Aber ich glaube, der Steffen hat auch geschrieben, da muss man halt eben den Weinberg einkürzen und dann haben wir das, hat man das Problem nicht. Ja. Und den CP-Kurs, den kann ich auch gleich wieder ändern, weil der ist jetzt falsch. Der ist jetzt angelegt oder angelegt auf das alte Feld. So, ja, wenn es keine Arbeit wäre, hätte ich selbst gemacht, ne, sagen sie. Sag euch, das ist am Anfang ein bisschen kompliziert. Aber wenn man dann mal den Dreh raus hat, dann ist das wahrscheinlich gar nicht mehr so schlimm. Und ich habe auch festgestellt, in den Gebäuden vom Weingut sind auch dann Weinverarbeitung und Vergärung, Gedönse, keine Ahnung, wie das alles heißt. Das können wir uns dann auch mal anschauen, heute oder das nächste Mal. So, kein Kurs. Pfui Deibel. Das Spritzen muss ich rausschmeißen, Tiefenlockern eigentlich auch. Ja. Muss ich beides rausschmeißen, weil das auf der alten Größe basiert. Ne? So, dann gucken wir mal, wo waren wir denn hier? Job erstellen. Okay. Ja, das weiß ich auch nicht genau, warum. Wäre jetzt halt cool, wenn ich dem sagen könnte, hier in die Richtung gehst du ein bisschen weiter. Oder, was wir auch mal probieren könnten, aber das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Da muss ich das, glaube ich, selbst erkennen. Ich kann ja auch diesen Feldrandkurs, kann ich da auch hinmalen, ne? Das Problem ist für mich nur, wie speichere ich das ab, ja? Ich habe jetzt das letzte Mal gespeichert, Weinberg rechts unten. Ja? Ist aber eigentlich auch der. So. Und das zweite Feld speichere ich dann Weinberg rechts, zweites von rechts oder was? Ich habe keine Ahnung. Eieiei. Das ist mir wieder am Überlegen, wie mache ich das? Gut, wir machen es jetzt mal so und gucken, ob es funktioniert. Und dann schaue ich mal an, ob ich vielleicht offline einen Feldrandkurs hier entlang malen kann. Man sieht ja ungefähr, wie weit man gehen kann oder muss. Und dementsprechend, wobei, wenn er es halt selbst erkennt, erkennt er dann auch gleichzeitig die Rebstöcke, gell? Wurst. So, Zielposition. Mal ob ich hier, keine Ahnung. So, hier, so, zack, zack. Öffne und Dingenskirchens. Wir überspringen keine Reihe in dem Fall.
Aber da können wir eine über, wir könnten eine überspringen. Generiere. So. Ihr habt das Weinberg unten rechts und da muss ich jetzt einfach nur, ja, düngen. Oder Flüssigdünge. Es ist noch ein bisschen dunkel hier, deswegen kann ich so langsam schreiben. Ich sehe mal Tastatur und ich kann doch nicht freihändisch. Es klappt nicht so, wie ich das will. So. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon hier den Kurs neu geladen und neu geändert habe. Es ist halt mal Fakt, sage ich euch, dass ja, normalerweise müsste ich jetzt erst eine Bodenprobe nehmen, um zu sehen, was ist hier Phase. Ne? Aber ich will das jetzt endlich mal so weit ja, durchgekaut habe, dass die Kurse funktionieren. Dann ist der Rest ist dann auch noch, nur noch ja, Kindergeburtstag. So, wo ist mein. Da ist der. Der kann weiterhin Steine sammeln. Weil der Elo-Steinsammler ist gemietet. Der muss dann wieder weg. Und hier das Hofsilo nimmt auf jeden Fall schon mal keine Steine an. So, hier jetzt Daumen drücken, dass er in die richtige Richtung arbeitet, weil das letzte Mal, als ich die Hilfe aktiviert habe, ist er dann von hier in die Richtung da drüber gefahren. Ja. Das muss ja auch gar nicht. In der Richtung liegen Steine. So, da sind wir. Dann schauen wir uns das mal an mit unserem Laborfind. Was ein bisschen störend ist, dass ich hier die Umrandung und die, ja, das Gedönse hier gezeigt kriegt vom Weinberg, das passt mir eigentlich nicht so. Ja, weil es halt really unrealistic ist. So, klappt mal auf den Stuhl. Fahren wir gerade rückwärts mal in so eine Reihe rein, so weit wie wir kommen. Oh. Breit genug ist sie ja. Sehr cool. Sehr gut. Also auch mit einem breiteren Traktor das Ganze machen können. Alles klar. Good to know. So, dann können wir hier die Probe nehmen. Absenken und bohren. Baby bohren. So, dann fahre ich da oben nochmal. Ich hoffe mal, dass die Felder hier nicht so krass extrem unterschiedlich sind. Was jetzt die Bodenarten und Gott weiß was angeht, weil dass ich jetzt alles abdecke, das ja, muss ja nicht sein, ne? Kann, es heißt ja Boden proben und den Boden komplett aktivieren oder so ähnlich, keine Ahnung. So, anscheinend bin ich mal gespannt, ob das jetzt reicht für unseren Landini-Schmalspur. Es sieht mal ganz gut aus. Ja, bist du wieder da? Ja. So, haben wir hier schon? Hier haben wir schon. Jetzt fahren wir drüber noch mal hin. Da haben wir doch den kompletten Weinberg abgedeckt, aber egal. Weil wir es können, Leute, weil wir es können. So, ist abgeschickt. Dann klappen wir das Ding zusammen wieder. Dann müssen wir mal schauen, wie wir jetzt was, wo, keine Ahnung, düngen, kalken oder sonst wie machen müssen. Ich überlege gerade, wo ist das hinten, wo ich das hinstelle.
Wurde bisher vom Platz her auf den Haupthof. Ja, wir haben viel zu viele Fahrzeuge, die ehrlich gesagt, ja, momentan oder wenn überhaupt kaum gebraucht werden. Jetzt bin ich nur mal, jetzt gucke ich nur mal da ohne. Irgendwas ist doch rot. Oh, jetzt ist nicht mehr rot. Jetzt ist es nicht mehr rot. Jetzt bin ich mal gespannt, was da los ist. Ne? Wenn wir mal auf die Karte schauen. So, hier kriegen wir immerhin noch nichts angezeigt. Hier, das Düngen ist hier weg. Und Kalken ist hier auch weg. Das kriegt man nämlich hoffentlich hier angezeigt. Genau. Wir haben hier sandiger Lehm und hier haben wir lehmigen Sand. Es gibt das tatsächlich. Das war vorhin ein Witz. Ja. Dann haben wir noch schluffigen Ton und tonigen Schluff oder was? Puteibel. So, Bodenart. Okay, das ist okay. Dann haben wir pH. Das sind Sachen, die muss ich erst noch rausfinden. In dem Menü da oben, in der Hilfe. pH-Wert ist bei uns, ja, ich würde sagen, zwischen 6,25 und 5,5. Ne? pH-Wert. Nee, Spurführung. Nee, nee, nee. Nee. pH-Wert. Genau, das ist so gewollt. Dann ist Kalk. Also hierzu brauchen wir Kalk. Für den pH-Wert ja, hinzukriegen brauchen wir Kalk. Und jetzt müssen wir nochmal gucken mit dem Stickstoff. Das ist das Düngen. Ne? Glaube ich. Wir sind ja also bei 0 Kilo pro Hektar. Das Problem ist, wir spritzen gerade Flüssigdünger. Und ich weiß nicht, ob das okay ist. Ja? Stickstoff. Stickstoffgehalt, so. Wird durch Düngemittel gesteigert. Gülle und Mist steigen Stickstoffgehalt um einen festen Wert abhängig von Bodenart. Wir empfehlen den Düngevorgang vor der Bestellung des Feldes und der Saat durchzuführen. Mineralflüssigdünger passen den Stickstoffgehalt automatisch an die Anforderungen der jeweiligen Fruchtsorte an, sofern sie bereits gepflanzt wurde, ist gepflanzt. Dieses sollte während der ersten Wachstumsstufe geschehen, nachdem die Saat ausgebracht wurde. Es ist jetzt dann möglich, die Ausbringungsrate manuell zu regeln. Danke, manuell. So. Also wie gesagt, das ist alles noch, warum jetzt hier, er ist ja hier schon runter und hochgefahren. Hier ist es schon passiert, vielleicht muss man das nochmal umschalten. Ertrag. Gar keinen. Gut, es kann nicht sein, dass hier beim Weinberg nicht so funktioniert, wie ich das gern hätte. Ja, weil es einfach Weinberg ist. Das kann ja sein. Ja. Wie sieht es denn hier unten aus? Oh, alles Lehm. Ja. Und hier müssen wir auch, hier haben wir Show Me, danke. Hier ist auch alles, ja, ich sag mal im normalen Bereich. Man muss aber so in den grünen Bereich muss man schon kommen. Das heißt, wir müssen hier auch kalken und wir müssen hier auf jeden Fall logischerweise düngen. Ist beides nicht passiert. Ja. Dann lass ich einfach mal weitermachen, weil jetzt auf der Minimap hier unten da steht, sieht man tatsächlich, dass gedüngt wird. Ja. Deswegen lasse ich das mal laufen. Ich sage, wir haben zu viele Fahrzeuge. Oh, jetzt fängt es an zu ruckeln. Ich glaube, das, das ganze Berechnen jetzt von den Feldern, das hat jetzt ein bisschen, das kostet ein bisschen Dampf, ne? Generell würde ich jetzt sagen, wir beenden die Folge, dass es nicht auch wieder so ewig lange Folgen werden wie bei den anderen Projekten. Wir gucken mal, wir lassen jetzt auf jeden Fall mal unseren MF hier die Steine fertig sammeln, dass das Feld sauber ist. Dann schauen wir, dass wir unseren Kalk ja, bekommen, machen können und so weiter und so fort. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen und ja, gegen den Daumen nach oben habe ich bekanntlicherweise nichts. Also macht's gut, schönen Tag, bis dann. Tschüssi.